Frau Rubosa, Sie kandidieren 2020 bei den Landtagswahlen für die Liste Burgenland. Eines Ihrer Hauptthemen ist das Wirtshaus am Teuringensterben. Wie könnte man das verhindern? Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich schon seit mehr als 15 Jahren in der Gastronomie bin und es direkt mitbekomme. Ich war selber gerade vorher in einem gastronomischen Betrieb, der aufgrund der behördlichen Aufnahmen schließen musste. Wie man das verhindern kann, ganz einfach, man muss schauen, dass die Jugend nicht abwandert, weil das Dorfleben stirbt komplett aus. Wir müssen den Wirten, die sich von den behördlichen Auflagen gar nicht mehr erholen können, eine Förderung zukommen lassen. Da muss das Land gefragt. Wir können sich auch an das Vorbild Tirol halten. Die machen das für die ganzen Gastronomen und das ist halt das, was man damit schaffen könnte. Wie machen die das in Tirol? Na, das Land Tirol gibt Förderungen für Wirtshäuser oder Gastronomen, die kurz vorm Sterben sind oder kurz vor der Schließung sind. Und das wäre jetzt mal ein Aspekt, wo man sagen kann, das Land ist gefragt. Weil man kann nicht nur immer den Gastronomen und den Wirtshäusern und den Heurigen immer nur mehr Auflagen bringen und sagen, ja, schaut selber, wie es ihr damit umgeht. Fakt ist, sie erholen sich nicht mehr, die Einnahmen werden immer weniger, die Steuern werden immer höher. Und da muss man jetzt endlich mal sagen, jetzt ist mal Schluss. Jetzt, man kann nicht immer nur dort und hier fördern und die Gastronomen auslassen. Wenn die Wirtshäuser komplett aussterben, dann stirbt auch der Ortskern aus, dann stirbt auch unsere Kulinarik aus. Das heißt, man sollte sie so fördern, wie teilweise diese Dorfläden gefördert werden. Einfach eine Unterstützung für einen Wirt, wenn er zu wenig Umsatz macht, dass noch ein Lokal im Dorf bleibt. Genau. Es ist sehr wichtig, dass ein Lokal in einem Dorf bleibt, ein Wirtshaus. Viele Leute sagen immer, wenn das Wirtshaus weg ist, stirbt das Dorfleben, der Ortskern stirbt aus. Und natürlich muss das Land auch hier sagen, wir sind bereit, die Gastronomen zu unterstützen. Wenn die Wirtshäuser weg sind, werden auch unsere Politiker nirgends mehr hingehen können. Und dann wird es aber schon zu spät sein.